Ich möchte Sie willkommen heißen zu meinem Vortrag. Es geht um die Trends im Lithium-Ionen-Batteriemarkt. Ich möchte also mitnehmen in die Entwicklungen, die gerade stattfinden. Also, wir sind in der Lithium-Ionen-Technologie. Also all Ihre Smartphones, Laptops, auch die ganzen Power-Tools, Garten-Tools, die Sie daheim haben, funktionieren mit Lithium-Ionen-Batterien und das hat einen guten Grund. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet einige Vorteile. Lithium ist ein sehr leichtes Element. Es steht im Periodensystem an dritter Stelle. Es ist ein Metall, es hat den typisch silbrigen Glanz, es ist sehr weich. Es lässt sich also mit Schere oder Messer schneiden. Und es hat eine Dichte von 0,53 Gramm pro Kubikzentimeter. Also ist sehr leicht. Sie wissen, Wasser hat 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Und dieses Metall ist leichter als Wasser. Auf Wasser schwimmt dieses Metall. Es reagiert sehr heftig mit Wasser, davon mal abgesehen. Aber es ist leichter als Wasser. Lithium, wenn Sie die elektrochemische Spannungsreihe sich noch vor Augen führen aus der Schule. Da gab es einige Elemente, sind darin aufgeführt. Und Lithium ist das elektropositivste Element. Es steht in der Spannungsreihe ganz oben und hat das negativste Normalpotenzial. Eine Zelle funktioniert so, dass Sie eine Anode gegen eine Kathode schalten. Also Sie nehmen zwei spezifische Elemente. Und der Spannungsunterschied oder der Potenzialunterschied zwischen diesen beiden Elementen ist die Spannung. Also mehr oder weniger, also ganz grob jetzt skizziert. Und Lithium steht in der elektrochemischen Spannungsreihe an einem äußersten Ende. Und wenn man dann andere Elemente dagegen kombiniert, dann ergibt es per se sehr hohe Spannungen. Also wir erreichen mit der Lithium-Ionen-Technologie 3,6, 3,7, 3,75 Volt pro Zelle. Das ist überragend. Die anderen Konkurrenztechnologien, Nickel-Metall-Hydrid zum Beispiel, die erreichen nur 1,2 Volt pro Zelle. Ja, und mit den höchsten spezifischen Kapazitätsdichten oder Kapazitäten pro Gramm, weil es ja halt eben so leicht ist, das Element, und weil es die höchsten Spannungen hat, oder ich das Element die höchsten Spannungen generieren kann, hat es auch die höchsten Energiedichten. Ich habe das hier in der Grafik mal aufgezeichnet. Die ganze Batterietechnologien, die haben schon vor 3000 Jahren angefangen. Also ich mache es jetzt aber kurz, ich steige bei der Bleisäurebatterie ein, die es auch schon sehr lange gibt, 1849 erfunden vom Gaston Plante. Die steckt halt eben bei 30 bis 40 Wattstunden pro Kilogramm. Auf der X-Achse aufgezeichnet die gravimetrische Energiedichte, das heißt die Energie in Wattstunden bezogen auf das Gewicht. Und die Bleisäurebatterie funktioniert mit dem Element Blei. Blei ist bleischwer. Blei hat eine Dichte von 11,36 Gramm pro Kubikzentimeter. Ist also rund 22 Mal so schwer wie Lithium. Also daher auch die viel niedrigeren Energiedichten. Nickel-Cadmium kam in den 50er Jahren. Nickel-Metall-Hydrid 1990 in den Markt, also auch ganz jung. Die haben die Energiedichten nochmal sehr schön verbessert. Aber alles überragend und unerreicht, die Energiedichten von der Lithium-Ionen-Technologie. Wir haben aber auch die höchsten Leistungsdichten. Also ich habe es hier auf dieser Grafik aufgezeichnet, die Leistungsdichte von einem Kondensator. Also da kriegen Sie rund 10.000 Watt pro Kilogramm raus. Allerdings hat es eine sehr niedrige Energiedichte. Und die Lithium-Ionen, die überspannen jetzt quasi das Extrem von einer sehr hohen Kapazität, von einer sehr hohen Energiedichte bis hin zu einer sehr hohen Leistungsdichte. Also je nachdem, welche Chemie man wählt auf Zellbasis, es gibt Eisenphosphat, es gibt Titanat, es gibt Kobaltoxid, Nickel, Mangan, Kobaltoxid und andere Chemien, hat man ganz unterschiedliche Eigenschaften. Und mit der Wahl der Zelle legt man ja schon alles fest. Wollen Sie eine Zelle haben, die hohe Kapazitäten hat, dann geht man auf Kobalt oder auf Nickel-Mangan-Kobaltzellen. Oder wollen Sie hohe Leistungsdichten, wenn Sie jetzt für eine Bohrmaschine den Akku aufbauen wollen, dann nehmen Sie Mangan oder Eisenphosphat als Chemie und so weiter. Also Lithium, mit Lithium kann man wunderbar herumspielen. Es bietet alles, bietet mir die höchsten Leistungsdichten und Energiedichten. Alles, was wir uns wünschen wollen. Kein Mensch will ja sein Handy, ein klobiges Handy haben, wo ein großer Akku drinsteckt mit einer kleinen Energiedichte, wo sie nach 3 oder 4 Stunden wieder aufladen müssen, weil es dann eben ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku ist. Lithium oder die Lithium-Ionen-Technologie ist schnellladefähig, ist ja auch sexy, gerade wenn ich in die Elektromobilität hineindenke.
Man will das Auto schnell wieder nachgeladen haben. Porsche zum Beispiel geht auf 800 Volt und dann können Sie den Akku, den Porsche hat, innerhalb von 30 Minuten, 20, 30 Minuten wieder nachladen. Lithium ist einsetzbar in einem sehr weiten Temperaturbereich bis minus 20 Grad Celsius. Auch ganz toll. Nickel-Metalle tritt bei 0 Grad Celsius Schluss. Wir haben eine sehr lange Lebensdauer. Also unsere Consumer-Lithium-Ionen-Batterien, die wir im Handy haben, die haben nur eine kurze Lebensdauer. Die erfüllen ihren Job, die bringen uns durch den Tag. Die sind also auf hohe Energiedichten getrimmt, aber nicht auf lange Lebenszeiten. Ist aber auch egal, weil länger als 2-3 Jahre behalte ich einen Handy-Akku sowieso nicht. Dann kaufe ich mir entweder den Replacement-Akku oder ich steige so zur nächsten Generation Smartphone um. Aber für Energiespeicher oder für Energiespeicher im Auto geht es natürlich nicht, dass die Batterie nur 2 oder 3 Jahre hält. Die muss viel länger laufen, die muss 8 Jahre laufen oder 100.000 Kilometer. Oder wenn es ein stationärer Energiespeicher ist, den Sie vielleicht daheim anschaffen wollen, kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, dann muss der auch deutlich länger laufen als 15 Jahre. Sonst haben sie nie amortisiert. Die Lithium-Ionen-Batterien bieten einen hohen Wirkungsgrad. Also im Labormaßstab haben wir immerhin über 98% geschafft. Kommt darauf an, wie schnell ich lade und wie schnell ich entlade. Wenn ich das mit kleinen Stromstärken tue, kriege ich einen hohen Wirkungsgrad raus. Aber merken Sie sich, es geht nur wenig Energie in Abwärme verloren. Und wir haben eine niedrige Selbstentladungsrate, auch ganz toll. Das kennen wir von den anderen Batterietechnologien, die ich auf der Seite aufgeführt habe, auch anders. Nickel-Metall-Tritt hat eine furchtbare Selbstentladungsrate von 20-25% im ersten Monat und jeden weiteren Monat 15%. Also wenn Sie eine Lithium-Ionen-Batterie einlagern, beispielsweise ein Pedelec oder Ihr Rasenmäher im Winter, dann langt es, wenn Sie den Akku halb geladen einlagern und im Frühjahr können Sie den Akku quasi gerade wieder in Betrieb nehmen. Sie müssen den nicht im Winter pflegen, anders als bei Nickel-Metall-Tritt. Da muss man im Winter immer rausrennen, alle 2 bis 3 Monate mal checken, wo der State of Charge ist, der Ladezustand. Man muss dann entsprechend nachladen, damit der Akku nicht in die Tiefentladung geht. Also all diese Nachteile kennen wir mit Lithium-Ionen-Akkus nicht. Sie sind wartungsfrei, wir müssen auch kein Wasser nachfüllen, wie bei Bleisäure-Akkus beispielsweise. So, Herr Mellich, eine erste Frage noch zur letzten Folie. Portabilität der Technologien heutzutage nicht die Energiedichte pro Volumen eine große Rolle, gegebenenfalls mehr als das Gewicht? Ja, auch. Klar, es kommt immer auf die Applikation an. In der Elektromobilität haben Sie natürlich nur einen bestimmten Bauraum zur Verfügung und dann spielt natürlich der Parameter Wattstunden pro Liter, also pro Volumen, die wichtigste Rolle. Also es kommt immer darauf an, wo man schaut, beim Batteriespeicher im Keller, da ist genug Platz, also da kommt das Volumen, ist egal, ob der jetzt einen Kubikmeter frisst oder 1,2 Kubikmeter, ist Ihnen egal. Aber im Kofferraum bzw. im Batteriefach eines Elektroautos ist halt nur ein begrenzter Platz zur Verfügung und dann zählt Wattstunden pro Liter. Wattstunden pro Liter habe ich jetzt nicht aufgeführt, aber Lithium-Ionen haben natürlich auch die Spitze bei Wattstunden pro Liter. Also es ist keine Frage, warum die großen Automotive-OEMs sich für Lithium-Ionen entschieden haben. Es gibt quasi keine andere Technologie, die uns die Vorteile bietet wie Lithium-Ionen, Reichweite und Leistung. Gut, also ich wollte diese eine Folie mit den Vorteilen Lithium-Ionen vorwegnehmen. Ich komme jetzt zu meinem eigentlichen Vortrag. Ich möchte Ihnen eine kurze Einführung geben zum Batteriemarkt. Und der Batteriemarkt hängt sehr stark zusammen mit dem Wachsen der Elektromobilität. Ich habe vor langer Zeit bin ich über ein Bild gestolpert, das zeigt die Lady Norman in London auf einem Autopad. So hieß dieser Scooter 1916. Die Scooter, die gerade unsere Straßen erobert haben, vielleicht sind sie auch schon eingefahren, die gab es schon vor über 100 Jahren. Und die Lady Norman, das war eine sehr moderne Frau, die war eine Aktivistin, hat auch einen sehr modernen Mann gehabt, der sie unterstützt hat. Und der hat ihr dieses Autopad geschenkt. Das hat Krupps produziert in New York und in Deutschland. Und mit diesem Autopad konnte sie aus ihrer Wohnung in der Stadt zu ihrer Arbeit fahren. Hat sie benutzt zum täglichen Pendeln.
das Autopad hat natürlich noch einen Bleisäure-Akku gehabt. Und manchmal ist es so, wie es hier sometimes you don't have the wrong idea, just the wrong timing. Es gab ja beispielsweise auch schon Smartphones von Motorola, lange vor Apple. Aber die haben natürlich keinen Spaß gemacht, weil das Internet noch im Anfangsstadium war. Die Kamera war sehr dürftig und da hat sich nie durchgesetzt. Und genauso halt eben auch dieser Autopad-Net, weil der relativ teuer war. Die Bleisäurebatterie war relativ limitiert. Dieser Autopad hat sich übrigens größte Beliebtheit erfreut, unter anderem bei Straßengangs in New York. Die haben liebend gern ihre Verbrechen durchgeführt und sind dann mit diesen Autopads geflohen durch enge Gassen und die Polizeiautos konnten denen nicht folgen. Ja, also vielleicht zu Ihrer Überraschung, auch diese Scooters, die gab es schon vor über 100 Jahren. Elektroautos gab es auch schon vor über 100 Jahren. Die ersten Autos waren Elektroautos, das weiß heute auch kein Mensch mehr. Alles hat angefangen mit der Entwicklung des Elektromotors 1828. Dann der Gaston Plante, der die Bleisäurebatterie entwickelt hat. Und der Thomas Parker hat in London das erste Elektroauto gebaut, 1884. Und die Taxiflotte in New York um 1910, die hat sich zusammengesetzt aus 40% dampfbetriebenen Autos, 38% elektrisch betriebenen Autos und 22% Autos mit Verbrennungsmotor. Also größer war die Elektroflotte nie auf der Welt, der Anteil der Elektroautos, wie 1910 oder um 1910, 1920. 1920 war das goldene Zeitalter. Die batteriebetriebenen Autos, die waren ganz beliebt, weil die Vibrationen, die waren nicht so stark wie bei den benzinbetriebenen Autos. Es gab keinen Gestank und keinen Lärm. Was man wirklich gehasst hatte bei den benzinbetriebenen Autos war, die Zündkerze war noch nicht erfunden, dass man eine Handkurbel nehmen musste, um das Auto zu starten. Und es ging nicht innerhalb von 30 Sekunden, sondern man musste da auch mal 10 Minuten stehen und das 100 Mal probieren, bis es endlich angesprungen ist. Und gerade bei der Oberschicht war das natürlich sehr verpönt, draußen zu stehen bei Wind und Wetter und mit einer Handkurbel das Auto zu starten. Übrigens, wenn ich das gerade sage, die Oberschicht, es gibt doch, vielleicht kennen Sie das, es gibt doch so einige Vorhersagen, die berühmte Männer getroffen haben, die nicht eingetreten sind. Zum Beispiel der Bill Gates, der, ja, weiß ich nicht mal, gesagt hat, dass Tablets sich nicht durchsetzen würden. Kein Mensch braucht ein Tablet. Andere Leute haben gesagt, dass kein Mensch einen PC bei sich daheim braucht. Und unter anderem hat der Gottlieb Daimler noch im 19. Jahrhundert gesagt, dass es niemals 1 Million Fahrzeuge geben wird. Warum? Weil es niemals 1 Million Chauffeure geben wird. Also damals hat man halt noch ganz anders gedacht. Es gab auch immer einen Chauffeur, der die Herrschaften rumgefahren hat. Naja, gut. Und die dampfbetriebenen Autos, die waren halt eben nicht so schön, weil die hatten halt lange Vorlaufzeiten. Im kalten New Yorker Winter musste man das 40, 45 Minuten vorheizen, das dampfbetriebene Fahrzeug, bis es mal endlich losgehen konnte. Also all das hat für die batteriebetriebenen Fahrzeuge gesprochen. Und dann kam es aber zum Abstieg. Warum? Weil es nicht genug Steckdosen gab. Es gab einen Mangel an Ladeinfrastruktur, wie heute auch. Die Anschaffungskosten waren sehr hoch. Auf dem Bild kann man vielleicht ahnen, dass da ein Model T fährt von Ford. So ein benzinbetriebenes Fahrzeug hatte ungefähr $650 damals gekostet. Und ein vergleichbares batteriebetriebenes Fahrzeug rund das Dreifache. Also da mussten sie ruhig rund $1,600 auf den Tisch legen. Also wie heute auch, die batteriebetriebenen Fahrzeuge sind auch teurer. Die batteriebetriebenen Fahrzeuge hatten nur geringe Höchstgeschwindigkeiten und Reichweiten, wie heute auch. Also damals wurde das Straßennetz in den USA auch weiter ausgebaut und die Leute hatten dann den Bedarf oder den Wunsch, auch ihre Verwandten in den umliegenden Ortschaften zu besuchen. Und wegen der geringen Reichweite ging halt auch nicht immer das batteriebetriebene Fahrzeug. Und der Decker war schließlich die Entdeckung von Crude Oil. Also man hat große Ölvorräte in Texas entdeckt. Und dann waren noch die Betriebskosten. Also es sind Tankstellen überall aus der Erde geschossen. Und die Betriebskosten waren dann auch ein Vielfaches niedriger. Eine Gallone Öl hat seinerzeit ungefähr so Richtung 20, 21 Cent pro
Galone gekostet, also US-Dollar-Cent pro Galone. Eine Kilowattstunde hat damals gekostet ungefähr 10 Cent, damalige Dollars. Und dann können Sie mal überlegen, also mit einer Galone kommen Sie vielleicht 30, 40, 50 Kilometer weit, mit einer Kilowattstunde vielleicht 5 bis 10 Kilometer. Also auch die Unterhaltungskosten waren viel, viel geringer. Ja, dann waren die Elektroautos also komplett weg aus dem Markt. Und dann gab es die 70er Jahre, da gab es die Ölkrisen. Die arabischen Länder haben kein Öl mehr geliefert. Und dann kam man wieder drauf, auch weil man diesen grünen Gedanken hatte mit weniger lokalen Emissionen, wieder mit Elektroautos oder an Elektroautos zu forschen. Und es gab immer wieder auch Prototypen, die im Markt waren. Und den Durchbruch der Elektromobilität zu verdanken hat die Entdeckung der Lithium-Ionen-Technologie. Die wurde 1991 in den Markt eingeführt. Und Sie wissen vielleicht, dass letztes Jahr die Entdecker auch den Chemie-Nobelpreis bekommen haben. Der John Goodenough, der Stanley Whittingham, der Akira Yoshino. Nur der Rachid Yazami nicht. Den kenne ich zufällig persönlich. Der hat das Pech gehabt, dass er die Graphitelektrode entwickelt hat. Und irgendwie ist die so normal oder so Standard, dass er da übergangen worden ist. Und 2008 schließlich kam der Tesla Roadster in den Markt. Und der Tesla Roadster war das erste batteriebetriebene Fahrzeug mit einer Reichweite von über 200 Meilen. Und der Tesla Roadster markiert den Beginn der Elektromobilität. Ich habe hier aufgezeichnet die vorhergesagten globalen Verkaufszahlen von XEVs. Also X steht für verschiedene Abkürzungen, erkläre ich gleich, EV für Electric Vehicle. Es gibt HEVs, das sind Hybrid Electric Vehicles, die haben nur eine kleine Batterie, so 2 bis 3 Kilowattstunden. Die können sie auch nicht laden, also nicht von außerhalb laden, nicht mit dem Ladestecker laden. Die wird stetig nachgeladen durch die Lichtmaschine oder durch Rekuperation. Hilft beim Anfahren beispielsweise. Dann gibt es die Plug-in-Hybrid-Electric-Vehicles. Die haben einen größeren Batteriespeicher, so 10 bis 15, vielleicht 20 Kilowattstunden. Die kann man an der Steckdose nachladen. Und die großen Elektrofahrzeuge sind die BEVs. Die haben also keinen Verbrenner mehr, sondern die sind rein batteriebetrieben elektrisch. Und 2030 wird erwartet, dass die Elektromobilität bestehend aus BEVs, HEVs und PHEVs ungefähr eine Marktdurchdringung erreichen wird von 40%. Jetzt will ich Ihnen erklären, wie das kommt. Elektroautos sind ja noch teurer als Verbrenner, aber trotzdem haben die großen Spieler im Markt, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot, wie sie alle heißen, haben starkes Interesse für die Elektromobilität oder auch für Brennstoffzellenfahrzeuge, aber die sind noch nicht so weit. Europa hat strenge CO2 pro Kilometer Vorgaben, also Flottenzielvorgaben. Die sind sehr, sehr stringent. Die Automobilindustrie beschwert sich natürlich auch immer darüber, über diese Vorgaben, die sind also wirklich nur sehr schwer zu erfüllen. Für 2020 sind es 95 Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilometer als Ausstoß. So, und für jedes Gramm Unterschied, die VW, die Audi, die Porsche, die bei BMW nicht erreicht, müssen die eine Strafe zahlen. Und zwar von 95 Euro pro Gramm. Müssen Sie wissen, VW hat letztes Jahr 10,5 Millionen Euro Fahrzeuge hergestellt. Ihr Flottendurchschnitt ist momentan 108 Gramm Carbon Dioxid, also Kohlenstoffdioxid pro Kilometer. Und die müssten 2021, also in Europa wurden nicht so viele Fahrzeuge verkauft, da weiß ich jetzt die exakten, nehmen wir mal 4 Millionen an, die müssten jetzt also für 4 Millionen Fahrzeuge eine Differenz von 13 Cent zahlen. Und jetzt muss ich aber rechnen. Und das macht ganz schön viel aus. Da sind wir in den Milliarden. Jetzt muss ich mal selbst für mich rechnen. Also die würden verfehlen um 13 Gramm pro Kilometer mal, sagen wir mal, 1 Million Fahrzeuge, damit es einfacher ist. Da wären wir bei 130.000. Irgendeinen Faktor habe ich jetzt vergessen.
Also es geht um die Milliarden, was die an Strafe zahlen müssen. Gibt es dazu vielleicht eine Frage oder weiß das jemand der Zuhörer, wo ich mich jetzt gerade vertue? Mal die Kosten also pro Gramm. Kosten Sie dann noch dazu? Pro, genau, 95 pro Gramm. Ja, aber die Grammdifferenz waren 13, haben wir gesagt. Dann mal 95 Euro. Dann mal 95 Euro pro Gramm und dann mal, sagen wir mal, 1 Million Fahrzeuge. Genau, und dann sind wir nämlich im Milliardenbereich. Also VW müsste, meine ich, wäre meine letzte Zahl gewesen, Richtung 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen in der EU, wenn sie mit der Flotte aus 2019 weiterfahren würde. So, und jetzt bietet die Elektromobilität oder die alternativ betriebenen Fahrzeuge, wie auch die Brennstoffzellenfahrzeuge, eine hervorragende Möglichkeit. Für die gibt es nämlich Supercredits. Wenn Sie jetzt einen schmutzigen Verbrenner haben, also so einen großen SUV, der 200 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, und also die Flotte soll aus diesem einen SUV bestehen von VW und aus einem Elektrofahrzeug. Und das Elektrofahrzeug wird mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer berechnet, weil es keine lokalen Emissionen hat. Dann ist der Durchschnitt 100 Gramm CO2 pro Kilometer. Jetzt gibt es aber die Erlaubnis von Supercredits, das heißt, diese batteriebetriebenen Fahrzeuge dürfen zweifach gezählt werden. Sie haben also 200 Gramm plus 0 Gramm plus 0 Gramm, sind immer noch 200 Gramm und dann teilen sie durch 3, dann sind sie halt eben knapp unter 70 Gramm CO2 pro Kilometer. Und deswegen, das ist der Pain von den großen Automotive-Spielern auf dem Markt, oder sage ich mal, der Antrieb, dass die viele alternativ betriebene, batteriebetriebene Fahrzeuge möglichst verkaufen, weil die sonst wahnsinnig viel Strafe zahlen müssen. In China gibt es natürlich auch Vorgaben und auch in den USA, aber die sind bei weitem nicht so stringent. In China ist es nur so, wenn die Pkw-Flotte über 119 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, dann führt es nicht zu Strafen, sondern zum Marktausschluss. Natürlich ganz bitter ist, China ist ein riesiger Markt. Und USA hat auch Flottenvorgaben, aber die sind auch nicht so stringent, weil die Amerikaner halt eben große Autos lieben. Also, das eine ist, dass die großen Konzerne ganz schön Druck haben, batteriebetriebene Fahrzeuge einzuführen, weil das ihren Flottendurchschnitt wahnsinnig senkt. Auf der anderen Seite gehen die Regierungen dazu hin, auch schon Benzin- und Dieselbetriebene Fahrzeuge zu verbieten. Frankreich wird 2040 Benzin- und Dieselfahrzeuge verbieten, Großbritannien mit Ausnahme Schottland 2040. Es wird erwartet, dass sich Deutschland auch anschließen wird. Es gibt aber auch modernere Länder, Niederlande, Irland, Norwegen ist der Vorreiter der Elektromobilität, also ein Vorreiter, hat die größte Marktdurchdringung auf der Welt. Auch Dänemark, Schweden, die ganzen nordischen Länder, aber auch einige Städte, Heidelberg, Madrid, London, haben angekündigt, dann keine Benzin- und dieselbetriebene Fahrzeuge mehr in die Stadt fahren zu lassen, 2030. Also das sind die zwei Treiber für die Elektromobilität, warum wir jetzt gerade im Automobilbereich diesen Hype nach batteriebetriebenen Fahrzeugen sehen. Hier eine kleine Aufstellung von den jährlichen XEV, also batteriebetriebenen Fahrzeugen in Millionen. Sie sehen, dass alles erst am Start ist. Also wir sind gerade am Beginn, es geht gerade erst los. Die Zahlen, die werden sich wahnsinnig steigern. Wir werden dann aber auch eine Sättigung im Markt sehen. Vielleicht geht es Ihnen, wenn Sie jetzt junge Menschen sind, überwiegend die zuhören, auch so, dass Sie kein Auto mehr fahren wollen, gerade wenn Sie in der Stadt sind. Es wird auch immer zu einer größeren Verstädterung geben. Auch die Mobilitätskonzepte werden sich ändern, Carsharing etc. Ja gut, also 2018 mal rausgegriffen, da wurden über 2 Millionen Fahrzeuge verkauft. In China allein über 1 Million Fahrzeuge, dank der chinesischen Regierung, die das wahnsinnig fördert. Die ganze Elektromobilität, man hat also wahnsinnige Förderung bekommen, die aber China 2019 im Juni wieder eingestampft hat oder deutlich reduziert hat. Die batteriebetriebenen Fahrzeugverkäufe in China gingen sehr zurück und die chinesische Regierung hat wieder reagiert und hat wieder sehr viele Incentives, also Förderungen ausgesprochen für batteriebetriebene Fahrzeuge.
China hat auch die größte batteriebetriebene Busflotte auf der Welt. Da gibt es einige hunderttausend batteriebetriebene Busse. Die größte Busflotte in Deutschland, in Europa hat England. Da fahren 58 batteriebetriebene Busse. Also war zumindest die Zahl 2019. Also China ist uns Lichtjahre voraus. USA hat eine sehr hohe Elektromobilität, dank der Popularität von Tesla, aber auch von anderen japanischen Fahrzeugen. Norwegen ist in Europa der Vorreiter. Deutschland hat immerhin 67.000 Fahrzeuge verkauft. England, Japan, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande. Ja, VW hat ja auch, die waren ja ganz tief drin im Dieselgate, die haben angekündigt, eine rein elektrische Flotte haben zu wollen. Ab dem Jahr 2025 wollen die 3 Millionen elektrische Fahrzeuge im Jahr produzieren. Die haben einen Bedarf von ungefähr 150 Gigawattstunden, wenn man jetzt eine Batterie mit 50 Kilowattstunden annimmt. Und in den nächsten 10 Jahren wollen sie 22 Millionen batteriebetriebene Fahrzeuge verkaufen. Die haben einen Bedarf von 1.100 Gigawattstunden. Nehmen Sie es mal so mit, der Markt dieses Jahr war 160 Gigawattstunden, also ist nicht dieses Jahr, das müsste 2018 gewesen sein. Es wird erwartet, dass 2018 müssten 160 Gigawattstunden gewesen sein, so muss es sein. Ja, nehmen Sie mal mit, dass also jetzt alleine VW einen riesigen Bedarf hat an Batteriekapazität, also in den Gigawattstunden, 1.100 Gigawattstunden. Und wenn man sich jetzt... Zwei Fragen. Ja, ja gerne. Wissen Sie, ob diese Supercredits nur für Elektrofahrzeuge vergeben werden oder auch für andere Antriebsarten wie Wasserstoff? Also auch für alle alternativ betriebene Fahrzeuge, also auch für die Brennstoffzellentechnologie. Aber die ist ja im Pkw-Bereich relativ außen vor. VW oder Daimler, die forschen ja gar nicht mehr in dem Segment. Die setzen alle auf die Batterie. Das Brennstoffzellenfahrzeug hat seine Berechtigung im Schwerlastverkehr beispielsweise. Aber für den Pkw-Bereich sind die viel zu teuer. Also Hyundai hat ja den Kona. Der Kona wird zum politischen Preis verkauft von 82.000 Euro. Der hat ungefähr die Größe von der Kona. Und der reale Preis müsste 120.000 Euro sein. Also die verkaufen den Kona von vorneweg mit einigen 10.000 Euro Verlust, sonst könnten sie den gar nicht verkaufen. Also die Brennstoffzellen, die sind noch nicht so weit. Also die haben ihre Berechtigung im Schwerlastverkehr oder im Lastverkehr, wenn weite Strecken gefahren werden sollen, ja, aber nicht für PKWs. PKWs haben halt eben das Glück gehabt, dass die Batterien schon da waren. Die wurden jetzt also für die ganzen Consumer-Produkte schon so weit entwickelt und auch schon in den mit dem Skaleneffekt hergestellt, dass die relativ kostengünstig bekommen werden können. Und man nimmt an, dass VW, also VW hat skizziert, dass die 2025 unter die magische Grenze von $100 pro Kilowattstunde pro Batteriekapazität fallen wollen. Und $100 pro Kilowattstunde ist die Parität zum Verbrenner. Dann werden batteriebetriebene Fahrzeuge nicht teurer sein als Verbrenner. Aber Brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge für Pkw sind weg. Das wird nichts. Die nächsten 10, 15 Jahre auf keinen Fall. Dann gab es noch eine Frage. Wissen Sie, was China anders macht, weshalb China einen größeren prognostizierten Anteil haben wird, obwohl sie weniger strenge Vorgaben zu dem Ausstoß haben? Ja, einfach wegen der Förderung. Also die Chinesen, die haben sich das als Staatspolitik vorgegeben, der Vorreiter zu sein in der Elektromobilität. Ja, warum? Die chinesischen OEMs, die können keine Verbrenner in Europa kaufen. Keiner kauft ein Geely oder ein BAIC und die ganzen anderen chinesischen Marken, weil die sind einfach qualitativ schlechter, die haben einen schlechteren Wirkungsgrad. Und die Chinesen sehen jetzt natürlich die Möglichkeit, in der Elektromobilität, wenn die Karten neu gemischt, das zu fördern. Und auch die ganzen Bushersteller in die Yifeng in China, die liefern ja nach ganz Asien, nach Malaysia und die ganzen anderen Länder und auch in Deutschland und auch in den europäischen Staaten. Da gibt es keinen Europäer, keinen Mannes
kein MAN oder so, der die Busse mit Batterien ausstattet. Also das ist schon von den Chinesen aus langer Hand geplant. In China, das werden wir dann gleich noch sehen, da sitzen auch die ganzen Zellfabriken. Die ganze Lieferkette sitzt in China, also von den Rohstoffen mal abgesehen, die werden aus der ganzen Welt importiert, aber auch da haben die Chinesen langfristige Lieferverträge geschlossen, sind in die Entwicklungsländer gegangen, haben die Entwicklungsländer aufgebaut und haben sich im Gegenzug Zugang zu den Ressourcen gesichert, wie Kobalt im Kongo beispielsweise, wie das Lithium in Chile. Das haben die schon vor Jahren so ganz clever geplant und gesteuert, und die zeigen jetzt gerade dem Rest der Welt die lange Nase. Also das ist chinesische Politik. Haben wir aber auch schon immer gesehen in anderen Feldern. Denken Sie an die Photovoltaik. Da sind die Chinesen ja auch mit Dumpingpreisen reingegangen. Das war auch vom Staat subventioniert. Haben die ganzen anderen Mitbewerber platt gemacht. Und jetzt gibt es die nicht mehr. Und jetzt ziehen die mit den Preisen an. Und jetzt fahren die ihre Gewinne ein. Haben jahrelang mit Verlust gekauft, aber das war vom Staat so gefördert. Also das ist schon ein Großteil chinesische Staatspolitik. Aber in China gab es eine sehr hohe Förderung. Und na gut, wenn es in Deutschland jetzt keine Förderung gäbe, also mein Kollege, der hat gestern seinen Tesla übernommen, der hat für den Tesla Model 3, Neuwagenpreis 60.000 Euro, hat er insgesamt 11.000 Euro Förderung eingestrichen. Nicht schlecht. Und ohne die 11.000 Euro Förderung hätte er es auch nicht gemacht. In Deutschland kann man die Busspur benutzen mit dem Elektrofahrzeug. Man kann in den meisten Innenstädten umsonst parken. Man muss keinen Groschen in die Parkuhr schmeißen, etc. Man kann ja in den meisten Gemeinden umsonst tanken, also umsonst Strom nachladen. Also es wird schon einige Anreize auch in Deutschland geboten. Gut, also dann komme ich jetzt zu den Batterien. Und Sie sehen, im Jahr 2000 war der Gesamtmarkt der Batterien kleiner als 2 Gigawattstunden. Da ging alles nur um tragbare elektronische Geräte, Handys, Laptops, Videokameras. Jetzt, so im Jahr 2008, 2009, da kam die kleine Elektromobilität, da wurden die Pedelecs sehr populär. Und hier im Jahr 2011 sieht man schon den Anstieg von der großen Elektromobilität. Ich habe hier in etwas hellerem Blau gezeichnet den Automotive-Bereich und E-Bus-Bereich ohne China. In hellblau mit China, da sehen Sie jetzt 2018, das hat den größten Balken. Dann haben wir noch die Energiespeichersysteme, die Industrieenergiespeichersysteme. Mit der Energiewende sind die natürlich auch auf einmal super interessant. Vielleicht sind Sie schon an Windparks vorbeigefahren und haben gesehen, dass sich nur die Hälfte der Windräder dreht. Nicht, weil die nicht gewartet worden sind oder nicht funktionieren, sondern weil man die nicht mitdrehen lassen darf. Die sind aus dem Netz quasi weggeschaltet worden, um das Netz nicht zu überlasten, weil die halt eben sehr volatil sind, die erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne. Genau, und um die nicht zu vergeuden, das geht ja auch in die Terawattstunde, Energie, die man vergeudet, wo man die Windkraft nicht nutzt, weil man das Netz abschaltet, denkt man natürlich an Speicherflüssigkeit nach. In Süddeutschland haben wir die Pumpspeicherkraftwerke, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die alten Salzstollen und Kohlestollen, wo man jetzt zum Beispiel Druckluft hineinpumpen könnte, wenn man einen Energieüberschuss im Netz hat. Und wenn man wieder Energie braucht, lässt man diese Druckluft entspannen und dabei wird eine Turbine angetrieben. Oder man speichert die Energie halt eben dezentral, was sehr wünschenswert wäre, mit Batterieenergiespeichern. Also der Bereich Industriebatteriespeicher nimmt natürlich auch sehr zu. Aber Sie sehen, dass der ganze Markt getrieben wird durch die Elektromobilität. Und im Jahr 2018 hatten wir 160 Gigawattstunden, die auf der ganzen Welt verbaut worden sind. Und jetzt erinnern Sie sich an die Folie vorher. Ich hatte erwähnt, dass VW alleine einen Bedarf hat von 1.100 Gigawattstunden, um ihre 22 Millionen Fahrzeuge in den letzten 10 Jahren zu verwirklichen. Also alleine VW ist jetzt kein kleiner, aber alleine VW hat den Bedarf von 1.100 Gigawattstunden. Und so viel gibt es gar nicht auf der Welt. Und jetzt beginnt quasi ein Wettlauf. Jeder Automobilhersteller versucht sich, die Zellkapazitäten zu sichern. Und es funktioniert nicht. Also vielleicht haben Sie auch gelesen, Audi und Porsche, die konnten ihre Anzahl Elektroautos
dieses Jahr nicht bauen, weil sie die Anzahl der Zellen nicht bekommen haben. Unter anderem von LG, die gesagt haben, ich gebe dir alles, was ich dir liefern kann, Porsche, aber mehr habe ich nicht. Ja, und es geht so weit, dass jetzt jeder versucht, Kooperationen aufzubauen, weil ich LG genannt hatte. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass LG für die nächsten 5 Jahre ausverkauft ist. Die haben also Aufträge von 125 Milliarden Dollar eingesammelt. Und jeder versucht verzweifelt, sich die Anzahl der Zellen zu sichern, die er braucht, die Anzahl von Gigawattstunden, die er braucht, um seine Autos elektrisch betrieben anbieten zu können im Markt. Und was wir gerade sehen, ist, dass Gigafactories, also Fabriken, die über 1 Gigawattstunden Kapazität produzieren, auf der ganzen Welt entstehen. Die größte Gigafactory steht in Nevada, die Gigafactory 1. Es wird eine Gigafactory auch in Deutschland entstehen, in Grünheide, die Gigafactory 4, die auch Batteriezellen produzieren soll. Wir haben einen großen Spieler LG, der hat unter anderem ein Werk in Polen aufgebaut, in Breslau. Das soll auch am Ende 70 Gigawattstunden pro Jahr produzieren. Wir haben BYD, ist ein großer Chinese, Samsung, ein weiterer Südkoreaner, also LG, Samsung sind Südkoreaner, Panasonic, ein Japaner, Tesla, wissen Sie, ist natürlich ein Amerikaner, CATL ist so der Highflyer im Markt, auch ein Chinese, auch relativ jung, aus dem Nichts gekommen, aber die bauen zum Beispiel in Erfurt eine 100 Gigawattstunden Fabrik und BMW und Daimler und andere, VW auch, haben auch schon bei CATL bestellt. VW baut zusammen ein Werk mit Northvolt in Salzgitter. Und dann, wir kommen später am Ende meines Vortrags, wenn ich nicht ganz so viel Zeit verliere, ich muss mal schauen, kommen wir dann nochmal zu, um den sprechen über den CO2-Abdruck der Batterie oder um den CO2-Abdruck von batteriebetriebenen Fahrzeugen, haben Sie vielleicht auch in der Presse gelesen. Es macht schon mal einen riesigen Unterschied, ob Sie als Automobil-OEM, als Daimler, ob Sie jetzt LG als Lieferant wählen oder Northvolt. Und wenn Sie LG wählen, dann kommen Ihre Zellen, wenn die Europa beliefern, aus Breslau, also im ehemaligen Schlesien. Den polnischen Namen weiß ich jetzt gerade nicht, ist auch egal. Und Polen hat sehr viel Kohlekraft. Also Sie kriegen dort Zellen geliefert mit einem sehr hohen CO2-Abdruck. Oder Sie kriegen Ihre Zellen von Northvolt in Schweden, die aus 100% Wasserkraft hergestellt werden. Also es macht einen Riesenunterschied. Auch die Zellen, die aus China kommen, sind größtenteils mit Kohlestrom produziert. Naja, und es sind wahnsinnig viele Gigafactories geplant auf der ganzen Welt. Und 2028 haben wir eine Produktionskapazität, das ist natürlich nur eine Vorhersage, von über 2000 Gigawattstunden. Also es wird VW nicht wirklich glücklich machen. Da muss noch einiges passieren. Und mittlerweile passiert ja einiges. In Europa wurden jetzt auch wieder sehr viele Fabrikstandorte angesagt. Peugeot hat 2 Standorte angekündigt. Einer in Kaiserslautern, einer in Frankreich. Dann gibt es Amte, Morrow und lauter Spieler, die man nicht kennt. Genauso wie Freya in Norwegen, die auch in das Batteriegeschäft einsteigen wollen. Und dieser ganze Kleinkram, nenne ich jetzt mal das Ganze nicht verachtend, sind die ganzen, also größtenteils Chinesen. Also China dominiert den Markt. Wir hätten noch eine Frage. Und ich habe das versucht. Gerne. Und zwar, China produziert Batterien, AI, Blockchain und so und hat eine politische Strategie 2025, dass sie die Welt trotz Trump-Politik in der Elektromobilität vorne führt. Wird NIO Tesla überholen? Gut, dann müsste ich jetzt auf die Absatzzahlen schauen, die ich jetzt nicht parat habe. Tesla hat letztes Jahr über 300.000 Fahrzeuge verkauft, was nicht viel ist. Also VW hat ja über 10 Millionen Fahrzeuge verkauft und trotzdem ist Tesla zu der wertvollsten Automarke der Welt aufgestiegen. Da spielt natürlich auch immer die Fantasie der Anleger eine wichtige Rolle, aber es stimmt, Tesla ist Vorreiter der Elektromobilität. Die haben also die besten Batterien, die sie am günstigsten produzieren. Also die Batterien haben jetzt schon diese $100 pro Kilowattstundengrenze geknackt. Tesla hat die höchsten
Leistungsdichten, Energiedichten. Tesla hat die höchsten Reichweiten. Ja, und ist jetzt die Frage, wer da kommt. Also die deutschen OEMs sind jetzt auch Gott sei Dank eingestiegen. Der Taycan ist ein hervorragendes Fahrzeug. Der VW ID.3 muss man mal abwarten. Aber die Deutschen hinken zum Beispiel bei der Software sehr hinter Tesla hinterher. Tesla ist den Deutschen mindestens 3 Jahre voraus in der Software. Die Deutschen haben das immer mit ihren Zulieferern gelöst. Da war jemand zuständig, der hat die Software gemacht für die Lüftung. Einer, der zuständig war für die Software zum Sitze einstellen. Einer, der zuständig war für den Airbag, keine Ahnung. Und jetzt muss man, oder fürs Tür aufschalten, und jetzt muss man diese Software quasi einbetten in einer Software. Und das ist gar nicht so einfach. Und VW hat seine ID.3-Produktion schon nach hinten verschoben, weil die halt eben diese Softwareprobleme haben. Und ob NIO mal an Tesla ranreicht, ich vermute mal stark, dass die jetzt schon mehr Autos in China verkaufen als Tesla auf der Welt. Aber die Chinesen haben das Problem, dass die nur in China verkaufen, weil deren Marken außerhalb Chinas nicht bekannt sind. Vielleicht auch, weil die halt eben nicht die Qualität im Karosseriebau haben, wie die Deutschen, wie die Europäer oder die alten etablierten Automobilisten jetzt schon haben. Tesla, da gibt es ja immer die Kritik, dass die kein Spalt oder ein hohes Spaltmaß haben. Da kann man einen Schraubenzieher quasi durch den Schlitz im Kofferraum stecken. Oder im Winter gefriert der Außenspiegel fest. Oder es gibt keine adaptive Luftfederung oder sonstige Sachen, die anderen langjährigen Automobilhersteller natürlich alle schon gelernt haben und entwickelt haben. Und das muss Tesla halt eben noch lernen, eine sehr gute Karosserie drumherum zu bauen. Aber die haben die beste Batterie und die beste Software. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Tesla auch lernt. Und ich nehme an, dass die Chinesen da dem europäischen oder dem afrikanischen Standard auch hinterherhinken. Das weiß ich allerdings nicht genau. Ich bin gespannt. Viele Chinesen haben ja angekündigt, auch jetzt in den europäischen Markt einzutreten. Ich bin gespannt, was die liefern. Also ich kenne, oder Sie kennen ja vielleicht alle auch dieses Fahrzeug von Byte on Wheels, wo es ein Display gibt von ganz links, also von der Fahrerseite Außenspiegel bis zum Außenspiegel des Beifahrers. Also ein durchgehendes, super großes Display, was ich auch eigentlich ganz schick finde. Also soll jetzt nicht das letzte Kriterium sein. Aber Elektromobilität öffnet halt eben auch den kleineren eine Tür. Wenn die es jetzt schaffen, das schnell umzusetzen, ein schönes, formschönes Fahrzeug mit einer guten Batterie und dann noch billig anzubieten, dann kann es natürlich sein, dass so ein No-Name aus China oder ein relativ unbekannter aus China auch in den europäischen Markt kommt und ja, und dann halt eben BMW, VW und Peugeot, Renault allen das Leben sehr schwer macht. Also bleibt abzuwarten. Aber die Chinesen haben schon angekündigt, einige chinesischen Firmen kommen nach Europa. Und ja gut, ich freue mich natürlich, also ich freue mich eigentlich drauf, weil es ja den Wettbewerb sehr gut fördert. Ich selbst würde natürlich auch gerne ein Elektroauto fahren. Ich mache es momentan nicht. Ein Grund ist, dass mein Schwiegerpapa ein Peugeot-Autohaus hat. Aber da gibt es jetzt auch Elektrofahrzeuge. Und der andere Grund ist, dass die Elektrofahrzeuge halt eben jetzt noch ein Ticken, also ordentlich teurer sind als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Wenn diese Parität mal geknackt ist, dann ist für mich auch keine Frage, auf ein Elektroauto umzusteigen. Aber wie gesagt, ich bin mit Peugeot verheiratet. Gut, dann gehen wir hier auf die Entwicklung der Welt. Also 2018 sieht man, dass der Großteil der Gigafactories, der Batteriekapazität, die produziert wird, aus China kommt, so an die 70%. Dann gibt es das restliche Asien, habe ich vielleicht noch nicht erzählt. Wer hat erfunden, die Lithium-Ionen-Batterie? Die Japaner haben es erfunden. Also die haben es in den Markt gebracht, Sony 1991. Warum? Weil die den Zwang hatten, einen besseren Energiespeicher zu entwickeln. Also die hatten ja die ganzen tragbaren elektronischen Geräte gemacht, Laptops, Videokameras etc. Und Europa hat ja gar keine tragbaren elektronischen Geräte gemacht. Also da musste man nicht in die Batterieforschung eintreten. Und jetzt, wo es natürlich in die Elektromobilität geht, will man natürlich eigene Zellhersteller in Europa haben, um die Lieferkette halt eben zu garantieren.
dann wird man sehen, in Europa wird der Anteil steigen, genauso wie in Australien, wie in USA. Also die ganzen chinesischen Firmen, die südkoreanischen Firmen kommen jetzt nach Europa. Anfangs waren sie nur in Osteuropa, in Polen und in Ungarn. Aber jetzt kommen sie dazu, nach Deutschland zu gehen, weil in Deutschland halt eben die großen OEMs sitzen, also BMW und Daimler. Und wenn man sich mal den ganzen Irrsinn anschaut, beispielsweise mit dem Kobalt, das Kobalt, bis das mal in der Zelle landet oder in der Batterie, dann ist es schon mehrmals um die Welt gegangen. Also Kobalt wird gewonnen im Kongo, über 70%. Dann wird es auf Schiffe verladen, das Ganze läuft nach China, da sitzen die Raffinerien. Dann wird das Kobalt aufbereitet zu einem Batteriematerial, dann geht es zu den Kathoden-Tiefmaterialherstellern, die sitzen in Japan, Südkorea, China oder auch in Deutschland. Lassen wir es jetzt mal in Südkorea sein, da wird dann die Kathode draus hergestellt. Dann geht es zu den Zellfabrikanten zurück, nach China beispielsweise. Und dann wird die Zelle nach beispielsweise Deutschland geliefert, wo Stihl, Husqvarna, Gardena, Kärcher, wo die die Zellen einsetzen in ihre Batterie und dann wird es verkauft nach Australien beispielsweise. Also ist schon witzig, wie der Rohstoff einmal oder mehrmals um die Welt wandert. Ja, China dominiert wahnsinnig und ich habe das mal aufgezeichnet, 2028, China miniaturisiert wirklich den Rest der Welt. Also die Entwicklung, die neueste Entwicklung habe ich jetzt nicht eingezeichnet, also es sind jetzt sehr, sehr viele nach Deutschland gekommen und der Anteil in Deutschland, aber auch in Frankreich, in Norwegen auch, in Großbritannien auch, ist jetzt auch wieder gestiegen und auch in den USA ist der Anteil gestiegen. Also wenn ich das überarbeitet haben werde, sind es dann wieder neue Zahlen. Aber China bleibt natürlich dominant. Ja, vielleicht, ich wollte eigentlich, wenn die Zeit mir nicht wegrennen wollte, wollte ich ganz gern was dazu noch erzählen. Ich habe mir mal die ganzen Rohstoffe rausgegriffen und wollte halt eben mal die ganze EV-Batterielieferkette aufzeichnen und herausarbeiten mit Ihnen, dass China wirklich hier dominiert. Also beispielsweise Nickel wird 2% in der Europäischen Union gewonnen, 5% in China, 1% in den USA. Und also Europa, USA, die haben keine Batterierohstoffe, lediglich China, da kommt ein Großteil des Graphits her. Und Lithium, haben Sie vielleicht gehört, wird entweder aus Salzseen gewonnen, die in der Atacama-Wüste vorkommen, oder werden als Spodumen, als Mineral gewonnen, größtenteils in Australien. Zeige ich da noch Bilder. Das Lithium beispielsweise, wenn es aus dieser Salzlauge gewonnen wird, muss in riesigen Becken verdunstet werden, dann muss das getrennt werden, es wird wieder mit Wasser versetzt, es wird gefällt und man erhält dann raus dann Lithiumcarbonat. Ja, und diese ganze chemische Verarbeitung wird zum Beispiel von China, die ganzen Raffinerien, die sitzen in China, also da sitzt keine Raffinerie in Frankreich oder in USA. In China ist es halt eben am günstigsten. Die haben günstige Kohlestrom, günstigen Atomkraft. Und da sitzen die ganzen Raffinerien. Genauso schlimmer ist es mit der Kathoden-Anodenproduktion. Da wird die Europäische Union und USA auch von China dominiert. Also aus dem Lithiumcarbonat, wenn man dann eine Kathode machen will, werden die ganzen anderen Übergangsmetalle hinzu addiert. Kobaltoxid, Nickeloxid, Manganoxid. Man beschichtet dann auf der Kathodenseite ist ein Aluminium, das als Ableiter dient für den elektrischen Strom. Dieses Aluminium wird dann geschnitten und es wird dann ein Anoden-Kathoden-Separatorwickel erstellt. Also die Zellherstellung sitzt auch größtenteils in China. Und dann hat man die Zelle und jetzt dürfen Sie raten, die Batterienproduktion sitzt auch größtenteils in China. Also momentan, wenn wir wirklich, und zwar politisch ist es so getrieben von der chinesischen Regierung, von China dominiert. Ja, das führt vielleicht wirklich zu weit. Ganz kurz, dass wir vielleicht einen Überblick haben über die ganzen Zellhersteller, die es so im Markt gibt. Also 2018 war der Batteriemarkt noch 40 Milliarden Dollar klein auf Zellebene, nicht auf Batterieebene, sondern auf Zellebene. Die größten Hersteller sind Panasonic, Tesla in den USA, also Tesla natürlich auch, 2011 aus dem Nichts gekommen und ist jetzt einer der größten Hersteller der Welt.
Dann haben wir Samsung, Südkoreaner, LG, Murata, ehemals Sony, ATL und BATL, zwei Chinesen, die Shen, DAK, das sind alles Chinesen, was dann kommt, GS, Yuasa. Genau, und auch 2019 der größte Lieferant für Zellen, für Elektrofahrzeuge war CATL, Panasonic. Also es gab schon eine signifikante Steigerung im Markt, aber weil halt eben diese Incentives, diese Förderungen im Juni beschnitten wurden, ist auch der chinesische Markt zusammengebrochen. Und 2020 sieht es düster aus. Wegen Corona ist der amerikanische und der chinesische Markt ziemlich zusammengebrochen. Ja, zum Preistrend. Also einmal auf Zellebene habe ich skizziert seit 2013. 2013 mussten sie noch rund $446 pro Kilowattstunde, also Dollars für eine Kilowattstunde Zellkapazität zahlen. Und im Laufe der Jahre ist es sehr gefallen auf 2018 $127 pro Kilowattstunde. Vielleicht haben Sie gelesen, dass Tesla plant, sein Tesla Model 3 in China mit einer Eisenphosphatzelle anzubieten. CATL ist der Lieferant und es wird gemunkelt, dass CATL für $60 pro Kilowattstunde Tesla beliefern wird. Also Tesla hat die Preisgrenze wirklich schon lange geknackt. Und der große Preisverfall, also verglichen mit einem BMW zum Beispiel, BMW kauft seine prismatische Samsung-Zelle für so circa $230 pro Kilowattstunde. Das Ganze, was ich Ihnen hier zeige, sind auch Mittelwerte. Ne? Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten. Und Pouchzellen, die VW kauft, die sind auch also viel teurer als die Zellen, die Tesla verwendet. Also was man aber beobachten kann, ist ein signifikanter Preisverfall, weil man einfach einen Skaleneffekt hat. Es wird immer im größeren Maßstab produziert. Natürlich gibt es auch technische Verbesserungen im Produktionsprozess, auch in der Technologie. Die Energiedichten steigen immer mehr. Man kann also in demselben Volumen, also in einer Zelle kann man immer mehr Kapazität stecken, dank der verbesserten Technologie, bei gleichbleibendem Zellpreis. Und deswegen fallen die Kosten pro Kilowattstunde erheblich. Ja, die Kathode macht einen Großteil der Zellkosten aus. Lithium, Nickel, Kobalt. Ich steige zumindest nochmal aufs Lithium ein und auf Kobalt, sind kritische Materialien, die es auch nicht unbegrenzt gibt und die auch verknappt sind. Und wenn wir uns die ganze Batterie dann betrachten, da habe ich zurückverfolgt auf 2010, da war der Preis für eine Batterie, also eine Batterie besteht aus mehreren Zellen, die Zellen müssen miteinander verbunden sein, sie haben ein Batteriegehäuse, was die Kosten natürlich auch erhöht. Sie haben ein Batteriemanagementsystem, das heißt eine Elektronik, die die Batterie überwacht, Strom, Spannung und Temperatur und dann entsprechend abschalten kann, wenn einer der Parameter seinen sicheren Bereich verlässt. Ja, und da haben wir 2010 mit $1,160 im Mittel angefangen und sind 2018 runtergerutscht auf $176 pro Kilogramm. Also wir haben insgesamt einen 85-prozentigen Preisverfall. Einmal aufgrund der fallenden Zellpreise, aber auch wieder wegen der Skaleneffekte. Zur Zellchemie. Ich hatte jetzt schon Eisenphosphat, LFP, erwähnt. Lithium Ferrum Phosphate heißt das ausgesprochen. Eisenphosphat besteht aus 3% Lithium. Dann haben wir Eisen als Eisenphosphat drin. Und diese Zelltechnologie ist sehr günstig. Also Eisenphosphat ist ein Abfallstoff aus der Industrie. Mehr oder weniger. Also das kriegen sie zu einem relativ günstigen Preis. Eisenphosphat hat den überragenden Vorteil einer langen Lebensdauer, des niedrigen Preises, aber man kriegt damit nicht die hohen Energiedichten hin. Und ein Tesla hier in Deutschland, ein Tesla Model S mit Eisenphosphat, könnte es einem Geschäftsmann für 100.000 Euro nicht verkaufen, weil der von München nach, keine Ahnung, Hamburg fahren mit seinem Tesla Model S und mit Eisenphosphat käme halt nur von München nach Frankfurt und dann erst nachladen. Und das will er nicht. Für den chinesischen Markt geht es nicht anders. Die Chinesen sind nicht so kaufkräftig wie wir und da hat man nach einem günstigen Batteriespeicher für die Mobilität gesucht und in Eisenphosphat auch fündig geworden. Also Elektromobilität mit China funktioniert mit Eisenphosphat. Der Rest der Welt hat kein Eisenphosphat, also fährt nicht mit Eisenphosphat. Tesla fährt mit NCA, das steht für Lithium-dotiertes Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid.
Da ist ein großer Anteil Nickel drin. Nickel macht die Zelle dann sehr hochkapazitiv, genauso das Kobalt. Und der Rest der Automobilisten, die fahren alle mit NMC. Steht für Lithium-Dotiertes Nickel-Mangan-Kobaltoxid. 111, das ist die alte Technologie mit einem geringen Anteil von Nickel und Kobalt und man versucht, den Anteil von Nickel zu steigern, um einmal den Kobaltanteil zu reduzieren, weil Kobalt sehr teuer ist und auch nicht unbegrenzt verfügbar und andererseits, um die Kapazität immer weiter zu erhöhen. Also momentan stehen wir hier bei 532 und 622 und man versucht, den Übersprung zu machen zur nächsten Stufe, zum NMC 811, also wo der Nickelanteil 8 Teile beträgt, ein Anteil Mangan, ein Anteil Kobalt. Das sind so die Chemien, die es überhaupt, oder die es, ja, die es überhaupt, sage ich mal, gibt in der Elektromobilität. Es gibt auch noch andere Zellchemien innerhalb der Lithium-Ionen-Familie, wie Titanat, haben Sie vielleicht schon gehört, das kommt aber nicht in Frage. Das ist viel zu teuer, viel zu kleine Energiedichten. Das Lithium wird größtenteils gewonnen, oder ein Großteil des Lithiums zumindest, aus Salzseen. Hier ein Bild aus der Atacama-Wüste. Atacama-Wüste liegt in Südamerika, in den Anden, auf über 4000 Meter Höhe. Sehr unwirkliche Bedingungen. Tagsüber brennt die Höhensonne, kann auch über 30 Grad erreichen, nachts fällt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Und in dieser Höhe haben sich riesige Salzseen gebildet. Der größte Salzsee ist der Salar de Uyuni, der liegt in Bolivien. Da liegen die größten, meint man zumindest, die größten Lithiumvorräte. Und dieses Lithium kommt in einer Salzlaugenflüssigkeit unter der Salzkruste vor. Also man bohrt in diese Salzkruste und pumpt dann aus ein paar Meter Tiefe diese Salzlauge nach oben. Hat natürlich einen sehr negativen Effekt aufs Grundwasser, spreche ich aber gleich drüber. Diese Salzlauge wird dann in diese Verdunstungsbecken geleitet und dann macht die Höhensonne ihren Job und das Wasser verdunstet und zurückbleibt ein Salz. Und dieses Salz hat einen Gewichtsanteil von 1% Lithiumchlorid. Und durch die verschiedenen Aufreinigungsprozesse macht man dann hochreines Lithiumcarbonat draus. Und 2018 wurden weltweit 47.600 Tonnen Lithium verbaut oder eingesetzt. Und der Großteil fließt natürlich in Batterien, aber die alteingebrachten Bereiche, wo Lithium eingesetzt wurde, war aus der Glas- und Keramikindustrie und als Schmiermittel, als Lithiumstearat in der Schmiermittelindustrie. Also der Großteil, es wird auch immer so bleiben, ab jetzt, der Großteil des Lithiums, was gewonnen wird, wandert in die Batterien. Lithium hat aber auch noch eine interessante Anwendung, und zwar, haben Sie es vielleicht schon gehört, wenn sie ausgebrannt ist, sie sind müde, sie haben keine Lust mehr auf ihre Arbeit, wobei das vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, sie haben keine Lust mehr auf ihre Familie, auf ihre Freunde, sie haben keine Lebensfreude mehr, dann haben sie einen Burnout. Und wenn sie zum Arzt gehen, der Arzt verschreibt ihnen eine Lithiumtherapie. Sie kriegen dann Lithium-Salztabletten zum Lutschen und die machen sie wieder happy. Das weiß man schon seit 150 Jahren, dass das funktioniert. Man hat es nicht ganz genau verstanden, wie das Lithium im Körper anbindet, an welche Neuronen oder Synapsen. Aber es funktioniert. Also vielleicht auch ganz interessant nur nebenbei. Ich muss langsam zum Ende kommen, weil ich ja schon wahnsinnig überziehe. Ich greife vielleicht nochmal 2, 3 Folien raus, wenn es okay ist für Sie. Umgedreht bin ich natürlich für alle Fragen. Im Nachgang, auf der letzten Seite, habe ich meine E-Mail-Adresse. Frau Lehmann, ich muss mal fragen, meine Präsentation wird geteilt, ne? Kann sich jeder Teilnehmer runterziehen? Also es kann jeder Teilnehmer die Präsentation sehen und kann sich die Kontaktdaten runternehmen. Okay. Ansonsten hat man ja ihren Namen und kann das ja unter vde renewable ziemlich gut nachvollziehen. Okay, gut, dann machen wir es so. Dann haben Sie vielleicht nochmal was... reißerisch, vielleicht haben Sie auch gehört, dass die Batterien sehr in Kritik sind, einmal wegen des CO2-Fußabdrucks, das wollte ich eigentlich am Ende nochmal entkräften,
und andererseits wegen des hohen Wasserverbrauchs. Also es ist wahr, Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, hat 2018 16 Tonnen Lithiumcarbonat produziert. Und so Pi mal Daumen, je nachdem, mit welchem Analysten wir gehen, verbraucht die Produktion von einer Tonne Lithiumcarbonat ca. 0,4 bis 2 Millionen Liter Wasser. Ich habe jetzt mal, um es einfach zu machen, mit einer Million Liter Wasser gerechnet. Also um eine Tonne Lithiumcarbonat zu produzieren, verdunsten eine Million Liter Wasser. Ja, der Grundwasserspiegel fällt natürlich. Die Atacama-Wüste ist eine der trockensten Regionen der Welt. Und dann sinkt der Grundwasserspiegel noch, was natürlich ein Desaster ist für die Anwohner. Jetzt will ich mit Ihnen folgende Rechnung machen. Also ich habe mal den ID4 rausgegriffen, das ist der ID-Cross. Der hat eine Batterie, die 65 Kilowattstunden groß ist. Pro Kilowattstunde Lithium-Ionen-Batterie werden 150 Gramm Lithiumcarbonat benötigt. Das heißt, für meine 65 Kilowattstunden-Batterie habe ich 150 Gramm mal 65 Kilowattstunden, sind gleich 9750 Gramm Lithiumcarbonat verbraucht. Also in einer Autobatterie stecken, vereinfacht gesagt, 10 Kilo Lithium. Also jetzt ganz vereinfacht, pauschal gesagt. Naja gut, und 10 Kilo Lithium, ich hatte ja gesagt, dass eine Tonne Lithiumcarbonat ungefähr eine Million Liter Wasser verbraucht und halt eben 9750 Gramm, ganz einfach 9750 Liter Wasser. Also, ja gut, kann man jetzt mal so aufnehmen, sagt Ihnen vielleicht jetzt mal so gar nichts, aber deswegen sind die Lithiumbatterien halt eben auch in der Kritik. Jetzt habe ich es mal verglichen, aber das haben Sie vielleicht auch schon mal gelesen in der Presse, habe ich es auch schon mal gefunden. Jetzt habe ich es mal verglichen mit Avocado. Chile ist einer der größten Avocado-Produzenten der Welt. Und diese Avocado-Büsche, da drückt Ihr Auge sie nicht, die stehen in der Wüste, also in der Atacama-Wüste. Super Bedingungen, es ist tagsüber sehr warm. Und nur, man muss halt eben diese Avocados wässern, und zwar gewaltig wässern. Um eine Avocado, also ich habe heute Morgen wieder Avocado gegessen, wenn Sie mal eine Avocado in einem Supermarkt in der Hand nehmen, dann wird die, wenn die aus Chile kommt, so 320 Liter Wasser verbraucht haben. Was jetzt mal eine Menge ist. Und eine 65 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie wäre also äquivalent zu 30 Avocados. Und dann finde ich, ist es wieder relativ wenig, ne? Wenn ich mir vorstelle, so eine große Autobatterie, die im Auto werkelt und die zur Produktion wurde so viel Wasser, also zumindest für das Lithiumcarbonat, so viel Wasser verbraucht, wie die Produktion von 30 Avocados, dann erscheint es in einer anderen Relation. Gut, die Frau Lehmann hat mich gebeten, zu Ende zu kommen. Ich habe hier nochmal das Kobalt aufgezeichnet gehabt. Kobalt kommt aus dem Kongo. Sie wissen die Problematik, dass auch ein Großteil, ein kleiner Teil des Kobalts aus nicht zertifizierten Minen kommt. Die armen Kongolesen, die buddeln Löcher neben den Minen, schleppen da Säcke von Erde raus und verkaufen die. Und naja, das Ganze geht halt auch an die Warlords, die dann quasi sich Waffen kaufen. Das Ganze ist sehr blutig. Gut, also VW und Daimler kauft nur aus zertifizierten Minen. Also es dürfen Sie hundertprozentig sicher sein. BMW ist noch einen Schritt weiter gegangen. BMW kauft nur Kobalt aus Australien und aus Marokko. Ist natürlich dann auch teurer und wie auch immer. Ja, und wie gesagt, die ganzen Automobilisten, die haben alle Angst und die berechtigt Angst haben, dass sie nicht die Anzahl der Zellen bekommen, nicht ihre Batterien bauen können. Und deswegen sind die in die Lieferkette eingestiegen, bis hin zu den Minen, haben Kontrakte mit den Minen. Also nicht LG oder nicht Samsung kauft von den Minenherstellern das Kobalt, sondern VW sagt, ich kaufe das Kobalt, weil die halt hundertprozentig sicher sein wollen, dass ihr Zellhersteller auch das Kobalt zur Verfügung hat. Also eine interessante Entwicklung. Ich habe jetzt nochmal den CO2-Fußabdruck skizziert und ich fasse es zusammen. Also wenn man ein Elektrofahrzeug, habe ich hier gemacht, ich habe den E-Golf verglichen, das war übrigens das meistverkaufte Fahrzeug in Deutschland im ersten Halbjahr, danach der Renault Zoe und danach der Tesla 3. 7300 VW Golfs E-Golfs wurden verkauft im ersten Halbjahr. Gut, dann sehen wir, dass für die Produktion einer Lithium-Ionen-Batterie
CO2 ausgestoßen wird. Also ist diese Well-to-Tank-Betrachtung. Also Well ist das Bohrloch oder die Grube bis zu dem Tank, um diese ganzen Rohmaterialien zu fördern, um die Maschinen herzustellen, um diese Rohmaterialien zu fördern, also dieser Bagger, um das Ganze dann mit dem LKW aufs Schiff zu verladen, mit dem Schiff nach China zu transportieren, von China dann wieder woanders hin. Also dabei fällt natürlich ein hoher CO2-Abdruck an. Und die Batterie, die in dem E-Golf, der hat eine 35,8 Kilowattstunden Batterie, die hat 4.800 Kilogramm CO2 verursacht. Und das gesamte Fahrzeug, also die Karosserie, verursacht nochmal 4.000 Kilogramm, hat dann quasi 8.800 Kilogramm, das Fahrzeug und die Batterie. Während, wenn Sie zu dem E-Golf als Verbrenner gehen, dann wird das ganze Fahrzeug für 4.500 Kilogramm CO2 produziert. Das heißt, wir haben hier zu den 8.800 Kilogramm eine Differenz und unser batteriebetriebenes Fahrzeug startet mit einem CO2-Rucksack. Und erst im Laufe des Lebens wird dieser CO2-Rucksack, dieser Nachteil, wieder eingefahren. Aber ein Elektrofahrzeug wird dieses ursprüngliche Handicap, wenn wir in den deutschen Strommix tanken, wieder sicher einfahren. Also wenn es große Limousinen sind, wie Tesla Model S, dann ist es wieder eine andere Rechnung. Aber normales Elektrofahrzeug, Tesla Model 3, Renault Zoe und wie sie alle heißen, die werden sicherlich eine positivere CO2, also ganz sicher eine positivere CO2-Bilanz haben als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Na gut, in meiner Rechnung habe ich jetzt, muss ich mal selbst schauen, den Golf, den E-Golf, der startet hier mit dem CO2-Rucksack bei 8,8 Tonnen CO2, der normale Verbrenner bei 4.500. Und Sie sehen, dass die zwei Kurven sich schneiden. Der Verbrenner muss natürlich Benzin tanken, was er verbrennt und CO2 produziert. Und der E-Golf tankt aus dem Strommix, was auch nicht CO2-frei ist. Und die Parität, die Schnittstelle ist hier in dem Falle von dem Golf, von dem E-Golf zu dem Benziner bei, wo wir stehen, wahrscheinlich 26.000 Kilometer, hatte ich geschrieben. Nee, Break-Even bei 40.000 Kilometer erreicht. Und danach fährt der E-Golf grüner, also mit weniger CO2-Ausstoß als der Benziner. Und meine letzte Folie war noch Brennstoffzellenfahrzeug gegenüber batteriebetriebenes Fahrzeug. Also bei dem Brennstoffzellenfahrzeug haben wir den Nachteil des Wirkungsgrades. Wir haben einen sehr hohen Wirkungsgradverlust. Also wenn wir bei 100% Elektrizität starten, dann muss der Wasserstoff produziert werden. Das verschlingt schon mal, also das hat einen Wirkungsgrad von nur 70%. Also habe ich danach nur noch 70% der ursprünglichen Kapazität, Elektrizität. Der Wasserstoff muss verdichtet werden, der muss gelagert, transportiert werden. Auch beim Betanken des Fahrzeugs habe ich einen Verlust. Dann muss es umgewandelt werden in elektrische Energie und der Antrieb hat auch noch Verluste. Also ich habe ganz generell habe ich einen Verlust am Ende von 75%, also nur 25% gehen in den Antrieb. Und beim batteriebetriebenen Fahrzeug gehen aus 100% Elektrizität 75% in den Antrieb. Und ganz schlecht sieht es bei den Verbrennern aus, weil die haben einen wahnsinnigen Verlust durch Wärme. Das sind, meine ich, die haben einen Wirkungsgrad von 13%. Gut, ja, die Zeit ist fortgeschritten. Ich bin jetzt zum Schluss, habe ich auch nicht mehr alles behandelt. Ich hoffe, ich habe Sie zumindest interessiert für das Thema und einen kurzen Einblick gegeben in den Batteriemarkt. Also Elektromobilität kommt. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wer Fragen hat, kann ihn Herrn Mählis ja direkt kontaktieren oder eben er könnte mich kontaktieren und schließe damit den heutigen Vortrag. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.